Und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, heute ist Mittwoch und heute ist auch mal wieder Zeit für eine Geschichte zum Berichten. Was auch schon letzte Woche war, aber egal. Machen wir es wieder. Und ich habe dieses Mal eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob die Geschichte lustig ist, tragisch, abenteuerlich. Ich bin mir echt nicht sicher. Also auf jeden Fall kann ich sagen, ich finde die Geschichte heutzutage irgendwie teilweise sau komisch. Also wirklich, ich kann da heute drüber lachen. Also, die Geschichte beginnt, wartet mal einen kurzen Moment. Wie alt war ich da ungefähr? Gute Frage. 5? Okay, also wir schätzen, meine Mutter und ich schätzen jetzt mal, die Geschichte beginnt, da war ich ungefähr 5. Sagen wir 5 bis 6. Also ich war noch nicht in der Schule und auch nicht, ja, ich war noch nicht in der Schule. Was das Beste an der Geschichte ist. Okay. Nein, es ist nicht, aber das wollte ich jetzt kurz sagen. Also auf jeden Fall, meine Geschichte geht so los. Ich war ungefähr, ja, ich war halt auf jeden Fall ein ganz kleines, ich war ein Kind, ein kleines Kiddie. Ich bin noch durch die Welt gelaufen mit so kleinen Strahleäugchen und dem großen Kann-ich-das-haben-Blick. Weil ich war wirklich immer so ich war so eine kleine Zockerin. Egal, wo ich hingegangen bin, ich konnte nicht gehen, wenn ich nicht mindestens eine Kleinigkeit mitnehmen konnte. Das klingt jetzt so voll kleptomanisch, aber ich habe immer vorher gefragt. Und so kam es, dass ich meinen Vater bei sich auf der Arbeit besucht habe. Und jetzt mal als ganz kurze Vorgeschichte. Wir haben einen Familienbetrieb, wo meine Großeltern, also väterlicherseits, auch arbeiten. Und ja, so ist es in dem gewesen, dass ich meinen Vater besuchen war. Und wir waren bei ihm bei der Arbeit. Und also es tut mir leid für das wackelnde Bild. Das waren gerade hessische Gewalt. Mein Hase ist gerade unter der Kamera durchgerannt und hat sie dabei etwas angestupst. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass meine Mutter sich etwas Kultur geben wollte und sich etwas Kulturelles ansehen wollte und deswegen nach Konstanz ist, ne? Bregenz. Zu einem Konzert oder zu irgendwas. Auf die Seebühne, auf eine Oper. Ich meine, jetzt sind wir aus Kreuz, sind wir ein bisschen genauer. Auf jeden Fall war es dann so, dass sie mich bei meinem Vater im Geschäft abgegeben hat. Hey, junge Dame, mich anknabbern geht nicht. Entschuldigt, bei mir rennt der Hase parallel. Auf jeden Fall hat sie mich dann bei meinem Vater im Geschäft abgegeben. Und da war es dann so, dass ich bei meinem Vater eben noch etwas sein sollte und wir dann zusammen nach Hause fahren. So, ihr müsst jetzt wissen, weiteres Wissen über meine Familie. Wir haben ein Druckergeschäft, also wo man so, ja, wo man Sachen ausdrucken kann oder sich Texte setzen oder eben auch mit einer riesengroßen Schneidemaschine. Mir wurde immer gesagt, halt dich fern von der großen Schneidemaschine, vor der habe ich bis heute Respekt, aber mir wurde nie gesagt, halt dich vor den kleineren schneidenden Dingen fern. So, jetzt muss man noch wissen, bin auch schon immer so der total, ich liebe Post-its, seitdem ich denken kann, weil die so schön kleben. Und jetzt war ich bei meinem Vater im Geschäft und habe bei meinem Großvater, der hauptsächlich unten im Keller bei der großen Schneidemaschine arbeitet, Zeit verbracht. Und mein Großvater, ich möchte an dieser Stelle sagen, ich mache ihm keine Vorwürfe, er hat an dem Abend genug zu hören bekommen, also ich wäre froh mit euch, wenn ihr ihm keine Vorwürfe macht, hat damals ein Skalpell gehabt, also so zum Zeug zurechtschneiden. Und davon hatte er also 4 Stück. Also klein Elena, Mac, ich muss immer irgendwas mitnehmen. Fragt Opa, der nur halbherzig zuhört, Opa, darf ich das Skalpell haben? Opa antwortet, ja. Reicht Elena? Elena nimmt das Skalpell mit und freut sich riesig über ihr neues, tolles Spielzeug. Oh Gott. Oh, wenn ihr wüsstet, die Geschichte wird jetzt, das ist noch der Teil, wo man sagen kann, Verantwortung hatte grüßen lassen. Weil jetzt wird es wirklich nur noch schlimmer. Also wirklich, ich kann es euch nur aus meiner Erinnerungsperspektive erzählen, jetzt wird es echt nur noch schlimmer. Also auf jeden Fall war es dann so, dass mein Vater mit mir nach Hause gefahren ist
Und ich hinten im Auto habe ich die Post-its genommen, habe die zusammengeklebt und dann mit dem Skalpell rein und so. Tschung. Und zwar immer so. Das war vielleicht, also ich möchte betonen, ich war 5. Und da ist man noch nicht so ganz auf der Platte manchmal. Und ja. Auf jeden Fall, irgendwann hat dann mein Vater zu mir gesagt, er müsste jetzt kurz anhalten, weil er würde, also ein Bekannter, der bei ihm auch viele Aufträge in Auftrag gegeben hat, hatte in der Nähe von uns zu Hause sein Büro und da musste er noch was einwerfen. Ich frage mich bis heute, wirklich, wenn er das nicht gemacht hätte, ob die Geschichte dann anders ausgegangen wäre. Aber dann sind wir auf jeden Fall hat er mich im Auto gelassen, immer noch mit den Post-its und dem Skalpell. Und um es mal kurz zu zeigen, ich habe dann das nächste Post-it genommen, habe sie immer zugemacht zu so einer Tasche, bin mit dem Messer rein und habe so, also ich hatte dann von hier bis nach da unten an die Lippe, habe ich mich aufgeschnitten. Und ich habe wirklich, es hat geblutet wie die Sau. Und als mein Vater dann ins Auto gesessen ist, habe ich so zu meinem Vater gesagt, weil ich weiß nicht, wie das gekommen ist, dass ich das so ruhig hinbekommen habe. Ich vermute, ich stand noch unter Schock oder so. Habe ich dann zu meinem Papa gesagt, du Papa, ich blute da ein bisschen. Das war wirklich so, ihr müsst wissen, das ist da runtergekommen, wirklich so richtig so. Und ich sage zu meinem Vater so, du Papa, das blutet da so ein bisschen. Das war die Untertreibung des Jahres. Auf jeden Fall hat mein Vater dann, wo ich glaube, bis heute, das war wahrscheinlich die Sache, die die ganze Geschichte gerettet hat, hat er dann mir so einen Lappen mit so, ja, ich weiß nicht, was da drauf war, aber es hat gebrannt wie die Sau, hat er mir dann auf jeden Fall auf diese Wunde drauf gedrückt, so. Das war so ein rosa, hellblauer Lappen, an den erinnere ich mich bis heute. Dieser rosa, hellblaue, brennende Lappen. Und auf jeden Fall hat er mir den dann mit Wucht drauf gedrückt, dass ich mehr davon anfangen musste zu heulen, weil es so gebrannt hat, als vom Bluten. Das habe ich überhaupt nicht so richtig mitbekommen. Da hat er zu mir gesagt, da hat er auch das Skalpell entdeckt und hat mich gefragt, wo ich das her hatte. Dann habe ich ihm eben die Geschichte erzählt, dass ich es von Opa habe und alles und von Opi eigentlich, weil ich meinem Vater seine Eltern Opi und Omi nenne und die von meiner Mom, Oma und Opa. Aber auf jeden Fall war es dann so, dass wir dann nach Hause gefahren sind und mein Vater wutentbrannt, besorgt und ängstlich und nicht wissen, was er jetzt tun soll, weil meine Großeltern mütterlicherseits waren mit im Bregenz in der Oper. Meine Mutter, das war wirklich so, ja, das war nicht gerade der glücklichste Moment, um mal sich Kultur zu geben. Auf jeden Fall war es dann so, dass meine Großeltern, hat mein Vater die angerufen und denen erzählt und alles und plupp. Und die sind dann auch wieder von sich, also die wohnen in einem etwas weiter entfernten Dorf, bei uns in der Nähe von unserer Stadt. Und die sind dann auch die wohnen oberhalb und wir wohnen eher unten. Und dann auf jeden Fall sind die nach losgerast mit dem Auto. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so vom Zeitgefühl stimmt, aber gefühlt sind die innerhalb von 4 Minuten da gewesen. Und es war dann auch so, dass mein Vater alle paar Minuten dieses Tuch mal weggetan hat, um zu gucken, ob es aufgehört hat zu bluten. Und also an dieser Stelle etwas, was mein Vater nicht wollte, dass ich es jemals erzähle, aber das muss es sein. Er hat auch die ganze Zeit, egal wie schlimm es war, hat er immer wieder zu mir gesagt, das erzählen wir deiner Mutter nicht. Das sagen wir ihr nichts. Das erzählen wir Mutter nicht. Das sagen wir der Mutter nichts. Wo ich mir heutzutage denke, ich glaube, da stand war die auch ganz schön unter Schock, weil ich glaube, gesehen hat man es ordentlich. Auf jeden Fall waren dann meine Großeltern dann auch irgendwann da und die haben dann gab es hier im Haus, also in diesem Gang hier, wo ich jetzt gerade sitze, war die Riesenstreiterei, ob ich jetzt ins Krankenhaus muss und es genäht werden muss oder ob ich jetzt nicht ins Krankenhaus muss und es nicht genäht wird. Und wie es überhaupt sein kann, dass man einem Kind ein Skalpell gibt und überhaupt und sowieso und Gebrüllen und Getümmel und Gemache. Und
Also ich muss sagen, in der Zwischenzeit hat es dann bei mir endlich auch aufgehört zu bluten und wirklich angefangen so, ja, es war halt, hat wehgetan, aber es hat nicht mehr geblutet. Dann hat meine Omi auf jeden Fall noch, ich glaube, es versucht so ein bisschen sauber zu machen, damit da kein Dreck reinkommt und alles. Und dann wurde entschieden, dass ich jetzt ins Bett zu gehen habe. So, wie ihr hört, habe ich nicht dazwischen erzählt, dass ich irgendwann essen war. Ich musste hungrig ins Bett liegen. Ich bin abgeschnitten und hungrig ins Bett gelegen. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann, glaube ich, die Nacht durchgeschlafen, was bei mir auch so ein totales Wunder war. Und am nächsten Tag hat es dann, also ich weiß jetzt nicht, ob mein Vater es meiner Mutter noch am selben Abend erzählt hat. Wartet mal. Hat er es dir noch am selben Abend erzählt? Weiß ich nicht mehr. Also ich glaube, meine Mutter hat es von ihm erst am nächsten Tag erfahren, aber so genau wissen wir das jetzt nicht mehr. Aber meine Mutter ist dann mit mir auf jeden Fall auch zum Arzt gegangen am nächsten Tag, zum Kinderarzt, weil Krankenhaus war spät, was soll man da jetzt noch nähen? Das war schon, hatte schon einen Schorf. Und der hat dann mit meiner Mutter eine Wette abgeschlossen. Er wettet mit ihr, dass man mit, ja, circa... ja, mit 18 diese Wunde nicht mehr wirklich sieht. Und ja, er hat recht behalten. Also mit 18 war die so gut wie nicht mehr sichtbar und man sieht sie auch jetzt nicht mehr. Und wartet mal, guckt hier. Hier entlang ging die. Und ja, hier sieht man es jetzt so ein bisschen den Rest. Aber die war viel größer. Die war von hier bis nach da. Also man kann sagen, was man will. Ich habe Glück im Unglück gehabt. Und ja. Ich dachte, ich erzähle euch heute mal diese Geschichte, die ist mir gestern wieder eingefallen, weil mein Vater und ich von was hatten und er dann zu mir gesagt hat, das erzähl mir Mutti nicht. Und immer wenn er das sagt, muss ich daran zurückdenken. Und ja, alles in allem, die einzige Sache, die mich damals als kleines Kind an der ganzen Situation genervt hat, war, dass ich hungrig ins Bett musste. Das ist auch das, was mir anfangs immer als erstes eingefallen ist. Ja. Das war heute mal eine etwas längere Geschichte. Ich hoffe, ihr lernt aus der Geschichte was. Nämlich, guckt immer erst auf den Rücksitz, was eure Kinder in den Händen haben, weil das hat mein Vater nicht viel gemacht. Die Jahre danach hat er es immer gemacht, aber an dem Abend eben nicht. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Mittwoch. Und erzählt mir noch mal gerne, ob ihr auch solche Geschichten habt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Oder ihr könnt es auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben. Oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine tolle Zeit. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis bald. Tschüss.